Caligula wurde viel nachgesagt. Er sei rücksichtslos, teuflisch, kindisch, pervers, skandalös, manipulativ, grausam, bestialisch, brutal, kein netter Typ. Der berüchtigste Herrscher Roms gilt bis heute als irrer Despot. Er war rachsüchtig, gefährlich und verantwortungslos. Caligula, 1400 Tage Terror. Jetzt in ZDF History. Caligula wird Herrscher Roms wenige Jahre nachdem Christus gekreuzigt wurde. Das Reich, das Caligula erbt, ist die Supermacht seiner Zeit. Roms Legionen beherrschen mehr als 5 Millionen Quadratkilometer rund um das Mittelmeer. Ein Gebiet, das sich heute 47 Staaten teilen. Geschätzte 55 Millionen Menschen leben im Römischen Reich. Damals ein Viertel der Weltbevölkerung. Über sie alle herrscht der erst 24-jährige Gaius Caesar Augustus Germanicus, genannt Caligula, das Stiefelchen. Wilde Geschichten verbinden sich mit ihm. Er habe sein Pferd zum Konsul gemacht, Inzest betrieben und seinen Soldaten den Angriff aufs Meer befohlen. War er geisteskrank? Oder sind die Berichte über seine irrwitzigen Taten Verleumdung? Die Suche nach der Wahrheit beginnt am ersten Tag seiner Herrschaft im März 37 nach Christi Geburt. Umjubelt zieht der neue Kaiser auf der Via Appia nach Rom. Der 24-Jährige wird von der Menge mit Blumen überhäuft. Die Römer setzen große Hoffnungen auf den neuen, jungen Herrscher. Man wusste wenig über ihn und erwartete viel. In Rom eilt Caligula als erstes zur Curia Regia, wo die römischen Senatoren tagen. Er braucht ihre Zustimmung, um seine Herrschaft zu legitimieren. Jahrhundertelang bestimmten die Männer aus den angesehensten Familien Roms die Geschicke des Römischen Reiches. Erst Caligulas Urgroßvater Augustus bricht die Macht der Senatoren und setzt sich als Herrscher über sie. Rund 40 Jahre regiert er das Reich. Doch der Senat als Institution bleibt unter Augustus erhalten. Auf Augustus folgt sein Adoptivsohn Tiberius, Caligulas Großonkel und Vorgänger. Er ist bei seinem Tod überaus unbeliebt. Am Ende seiner Herrschaft hasste man Tiberius. Er erhöhte die Steuern und sparte bei öffentlichen Feiern und Spielen. Er war geizig, daher hofften die Leute jetzt auf Caligula. Nach Tiberius' Tod ist Caligula als Thronerbe an der Reihe. Doch der Senat muss seine Herrschaft noch anerkennen. Die Zeichen dafür stehen günstig. Die Senatoren hatten unter Tiberius sehr gelitten. Die letzten Jahre seiner Herrschaft waren von Angst geprägt. Die Senatoren beschuldigten sich gegenseitig der Verschwörung. Sie hofften, unter Caligula würde es besser werden. Für den jungen Mann spricht auch seine Herkunft. Seine Mutter ist die Enkelin des beliebten Kaisers Augustus. Sein Vater Germanicus ist der Neffe des Kaisers Tiberius und ein populärer Feldherr. Das prägt Caligulas Kindheit. Caligula wuchs in Militärlagern wie diesem unter Soldaten auf. Als Sohn des Kommandanten war er sich seiner Stellung bewusst. Immer wieder erinnern ihn seine Eltern an seine noble Herkunft und setzen hohe Erwartungen in ihn. Seine Mutter trimmte ihn auf Erfolg. Sie steckte den kleinen Gaius Germanicus in eine Uniform. Das sollte die Soldaten für ihn einnehmen. Das klappte. Die Soldaten nannten ihn Caligula, Soldatenstiefelchen. Er hasste den Namen, aber er blieb haften. Caligula.
Caligula ist 7 Jahre alt, als sein Vater in Syrien plötzlich krank wird und stirbt. Angeblich vergiftet. Ein schrecklicher Tod für einen Soldaten. Und Gerüchten zufolge gab der Kaiser selber dazu den Befehl. Germanicus musste sterben, so glauben manche, weil er beliebter war als Tiberius und daher eine Gefahr für dessen Macht. Ob Germanicus wirklich vergiftet wurde und von wem, ist bis heute ein Rätsel. Doch der Tod des Vaters beraubt Caligulas Familie ihres wichtigsten Schutzes. Ab jetzt sind sie der Willkür des Kaisers schutzlos ausgeliefert. Als die Familie nach Rom zurückkehrt, werden sie von Tiberius misstrauisch überwacht. Als er eine Verschwörung gegen sich wittert, schlägt der Kaiser erbarmungslos zu. Tiberius ließ Caligulas Mutter und seinen ältesten Bruder wegen Hochverrats verhaften. Sie werden auf eine öde Insel verbannt. Seine Mutter hungert sich zu Tode. Sein ältester Bruder begeht Selbstmord. Auch Caligulas anderer Bruder wird verhaftet und verhungert im Gefängnis. Der Tod seiner Eltern und Brüder prägt den jungen Caligula. Kein Wunder, dass ihn das aus dem Tritt brachte. Den jungen Caligula verschont Tiberius. Erst einmal. Er überlebte nur, weil er zu jung war, um eine Bedrohung zu sein. Als Caligula 17 Jahre ist, zitiert ihn der Kaiser zu sich. Er soll in seinen Palast auf der Insel Capri kommen, vor der Küste Neapels. Hier ist Tiberius am liebsten, weit ab von neugierigen Blicken. Als Tiberius ihn nach Capri rief, glaubten viele, dass Caligulas letzte Stunde geschlagen hatte. Es ist schwer vorzustellen, was Caligula dachte, als er hier in Tiberius' Villa auf Capri ankam. Wahrscheinlich war er besorgt und aufgeregt zugleich. Besorgt wegen all dem, was seiner Familie zugestoßen war und auch ihm passieren konnte. Und aufgeregt, weil er hier ins Zentrum der politischen Macht unter Tiberius kam. Zur Verwunderung aller heißt ihn Tiberius willkommen und nimmt ihn unter seine Fittiche. Tiberius war alt geworden und brauchte einen Nachfolger. Seine einzige Option war der Sohn des Germanicus, Caligula. Am Hof des Kaisers in Capri lernt Caligula eine ganz neue Welt kennen. Eine Welt, die Tiberius ganz nach seinem Willen eingerichtet hat. Eine Hölle aus Gewalt und Ausschweifungen. Viele Wände waren mit pornografischen Bildern ausgeschmückt. Eine Art römisches Kamasutra. Tiberius ließ Jungen und Mädchen fast nackt im Garten seiner Villa flanieren und liebte es, sie beim Sex zu beobachten. And he would sit there and watch. Im Swimmingpool der Villa schwimmt der Kaiser nackt mit seinen jungen Gästen, heißt es. Auch Caligula wird dazu gebeten und folgt der Einladung. Denn wer den Kaiser verärgert, kann dies mit dem Tode büßen. Sex und Gewalt prägen das Leben am Hof. Verurteilte lässt der Kaiser angeblich von einem Felsen bei seiner Villa in die Tiefe stoßen. Je näher man dem Kaiser kam, desto gefährlicher. Der Tod war eine tägliche Bedrohung auf Capri. Er lernte zu überleben. Er wurde genau beobachtet und beobachtete genau.
Seine Geduld wird belohnt. Tiberius bestimmt Caligula zu seinem Nachfolger. Caligula lebt 6 Jahre lang mit Tiberius auf Capri. In dieser Zeit lernte er nicht nur, wie man absolute Macht ausübt, sondern auch, wie man sie genießt. Nach außen hin zeigt sich Caligula geduldig. Doch er hofft bald, selber Kaiser zu sein. Der Weg auf den Thron führt über die Prätorianer, die Leibgarde des Kaisers. Die Prätorianer sind die persönliche Schutztruppe des Kaisers. Sie folgen ihm überall hin. Keine einfache Palastwache, sondern eine Elitetruppe. Eine Mischung aus Navy Seals und Geheimdienst. Caligula freundet sich mit Macro an, dem Führer der Prätorianer. Er bietet ihm Macht im Gegenzug für seine Hilfe, wenn die Zeit dazu reif ist. Caligula wartete auf seine Chance, Tiberius zu beerben. Er war ein sehr ehrgeiziger junger Mann und fühlte sich zum Herrschen bestimmt. Als Tiberius im Alter von 77 Jahren erkrankt, ist Caligulas Chance gekommen. Antike Quellen behaupten, er habe Tiberius erstickt. Nimmt er Rache für den Tod seiner Eltern und Brüder? Waren die Prätorianer in den Mord eingeweiht und schauten weg? Sicher ist nur, als Tiberius tot ist, rufen die Prätorianer Caligula zum neuen Kaiser aus. Sie sind es, die ihn über die Via Appia nach Rom eskortieren, wo er als Herrscher anerkannt werden muss. Alles läuft nach Plan. Der römische Senat bestätigt Caligula als neuen Kaiser. Er folgte auf Tiberius, der zur Zeit seines Todes sehr unbeliebt war. Er schien wie ein Neubeginn. Mit 24 ist Caligula Herrscher eines Weltreichs. Als Kaiser hat er Zugriff auf den Staatsschatz. Der ist gut gefüllt, dank der soliden Wirtschaftsführung seiner beiden Vorgänger. Caligula nutzt das Geld, um sich beim Volk und einflussreichen Kreisen beliebt zu machen. Caligula residierte im Palast von Tiberius, von wo aus er eine massive PR-Kampagne startete. Er musste den Senat und die Römer für sich einnehmen. Und vielleicht noch wichtiger, die Prätorianer. Der Führer der Prätorianer, Macro, schlägt dem jungen Kaiser einen Extrabonus für seine Soldaten vor. In seinem Testament vermachte Tiberius jedem Prätorianer 1000 Sesterzen, ein Jahresgehalt. Caligula verdoppelt die Summe. Durch seine Großzügigkeit will er die Prätorianer dauerhaft an sich binden. Sie sind seine schärfste Waffe. Die Prätorianer erledigen die schmutzige Arbeit für ihn. Caligula muss sie bei Laune halten, damit sie loyal bleiben. Auch die Römer werden reich beschenkt. Caligula will jedem Familienoberhaupt in der Stadt eine Summe von umgerechnet rund 1000 Euro auszahlen. Damit die Wohltat im Gedächtnis bleibt, hat sich der Kaiser eine spektakuläre Aktion ausgedacht. Wir befinden uns hier in den Überresten der Basilika Julia, einer der größten Versammlungsorte Roms. 3 Stockwerke hoch, also fast 20 Meter. Caligula erklimmt die Spitze des Gebäudes und überrascht die Menge. Er hatte Eimer voller Münzen, die er aus 20 Metern Höhe in die Menge warf. Die Menschen prügelten sich um die Münzen. Die Prätorianer und die Römer zieht Caligula durch Geld auf seine Seite. Den Senatoren verspricht er, dass unter ihm ihr Leben sicherer wird als unter seinem Vorgänger. Tiberius war zuletzt nicht sehr beliebt, weil er viele Senatoren wegen Verschwörung vor Gericht stellte. Durch Angst hält Tiberius die Senatoren in Schach. Jeder kann angeklagt werden, keiner ist sicher.
Diese Zeiten sollen nun vorbei sein, verspricht der neue Herrscher Caligula. In den ersten Monaten als Kaiser schaffte Caligula die verhassten Verratsprozesse ab. Jedem Betroffenen wurde Amnestie gewährt. In einer letzten dramatischen Geste verbrannte er alle Dokumente, die die Senatoren belasteten. Damit kann der junge Kaiser auch die Senatoren überzeugen. Sogar seine Nachfolge regelt er bereits. Er adoptiert den 14-jährigen Gemellus, einen Enkel von Tiberius. Für mich ist das nur ein gelungener PR-Trick. Caligula ist 24, er kann noch lange regieren. Gemellus zu adoptieren kostete ihn nichts. Aber dass er auf seine Familie Rücksicht nahm und seine Nachfolge regelte, machte guten Eindruck auf Senat und Volk. Die ersten 6 Monate seiner Herrschaft sind ein voller Erfolg. Nur 187 Tage nach seiner Thronbesteigung verleiht der Senat Caligula den Ehrentitel eines Pater Patriae, eines Vaters des Vaterlandes. Er ist jetzt unumstrittener Herrscher des Römischen Reiches. Der mächtigste Mann der Welt. Doch dann wird ihm bewusst, wie schnell seine Macht zu Ende sein kann. Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, aber plötzlich erkrankte Caligula schwer, wochenlang. Niemand weiß, was passieren wird. Das ganze Reich hält den Atem an. Gerüchte machen die Runde, dass der neue, beliebte Herrscher dem Tode nah sei. Eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Palast. In seinem Inneren bereiten sich die Prätorianer auf einen Machtwechsel vor. Ihr Führer Macro hat bereits Caligulas Nachfolger im Blick. Macro tat das, was er auch getan hatte, als Tiberius erkrankte. Er bereitete sich auf das Schlimmste vor. Er verbrachte viel Zeit mit Gemellus, Caligulas Erben. Macro drängte ihn zu öffentlichen Auftritten und bereitete ihn auf den Thron vor. Aber Caligula überrascht alle und wird wieder völlig gesund. Und er ist nicht sehr glücklich über das, was er um sich herum sieht. Gemellus hat an Statur gewonnen. Caligula wird klar, dass Gemellus ihn jederzeit ersetzen könnte. Caligula lässt den 14-Jährigen ins Gefängnis werfen. Doch das reicht ihm nicht. Caligula schickt die Prätorianer in Gemellus Zelle. Da es Soldaten verboten war, kaiserliches Blut zu vergießen, ordnete Caligula Gemellus Selbstmord an. Nur wusste sein Adoptivsohn nicht, wie man ein Schwert benutzt, also bat er die Prätorianer um Hilfe. Die zeigten ihm, wie man sich so schmerzlos wie möglich selbst erstach. Gemellus Tod wird zum Wendepunkt in Caligulas Herrschaft. Fortan regiert er mit Terror. Caligula fühlte sich betrogen von dem Mann, der ihm geholfen hatte, Kaiser zu werden. Aber er kann Macro, den Führer der Prätorianer, nicht einfach hinrichten lassen. Also befördert er ihn zum Präfekten von Ägypten. An Macros Stelle ernennt Caligula 2 neue Befehlshaber für die Prätorianer. Bevor Macro nach Ägypten abreisen konnte, ließ Caligula ihn verhaften. Auch ihm wurde ein Schwert gereicht, um Selbstmord zu begehen. Immer mehr tritt Caligula in die Fußstapfen seines Vorgängers Tiberius. Wie dieser ist er überaus misstrauisch und findet Geschmack an der Gewalt. Auch in anderer Hinsicht zeigt er sich als gelehriger Schüler seines Vorgängers. Seit einem Jahr an der Macht genießt Caligula sein Leben. Er isst exotische Früchte und gibt rauschende Feste im Palast. Seine Festbankette übertreffen alles, was man in Rom gewöhnt ist. Seinen Gästen setzt Caligula exotische Delikatessen vor, wie Flamingozungen, Kamelhaxen
oder geröstetes Straußenfleisch. Nichts ist ihm zu teuer. Ein einzelnes Bankett kostete 10 Millionen Sesterzen. Das entsprach den Jahreseinnahmen aus drei römischen Provinzen zusammen. Caligula war vergnügungssüchtig. Ganz Rom redet über Caligulas exotische und erotische Feste. Und über sein Verhältnis zu seiner jüngsten Schwester Drusilla. Das Erste, was einem zu Caligula einfällt, ist Inzest. Es ist ein offenes Geheimnis in Rom. Jeder munkelt, dass Caligula mit seiner jüngsten Schwester Drusilla schläft. Bei Festen gibt er ihr den Ehrenplatz und füttert sie mit eigener Hand. Ja, er liebkost sie sogar vor den Augen ihres Ehemannes. Drusillas Ehemann Lepidus ist einer der engsten Freunde des Kaisers. Ist die Ehe von Caligula arrangiert? Es hieß, er wolle sie dadurch in seiner Nähe halten. Die Römer sprachen gerne über Sex und über Sexskandale. Die Ehe mit Drusilla ist für Lepidus vorteilhaft. Als Schwager des Kaisers kann er sogar dessen Erbe werden. Doch steckte hinter Caligulas angeblichem Verhältnis mit seiner Schwester mehr als nur Sex? Geschwisterehen im Herrscherhaus waren im Orient nicht unüblich. Möglicherweise wollte er eine reinblütige Dynastie gründen, wie die Ptolemäer in Ägypten. So praktizierten es die Pharaonen. Caligula liebte die östliche Kultur und ihren Herrschaftsstil. Er hat noch eine andere große Leidenschaft: Kampfspiele. Caligula war ein großer Fan von Gladiatorenkämpfen. Je blutiger, umso besser. Die Arenen voller kreischender Fans. Und Caligula war einer von ihnen. Gladiatorenkämpfe sind damals seit 200 Jahren Teil der römischen Kultur. Viele Gladiatoren waren Kriegsgefangene, die für den Kampf gegeneinander trainiert wurden. Gladiatorenkämpfe sind das liebste Freizeitvergnügen der Römer. Caligula ändert die Regeln, um die Kämpfe noch härter zu machen. Es ist so, als ob der amerikanische Präsident die Baseballregeln ändern würde. Gladiatorenkämpfe waren für die Römer heilig, aber Caligula wollte mehr Blut. So schaffte er ein Ungleichgewicht. Ein Gladiator bekam ein Schwert, der andere nur ein Netz. Ein Kämpfer bekam einen Schild, der andere nichts. Der Kampf wird zum Gemetzel. Nach 450 Tagen an der Macht, im Juni 38, trifft Caligula ein neuer Schicksalsschlag. Drusilla, Caligulas Schwester und angebliche Geliebte, wird krank und stirbt. Caligula ist am Boden zerstört und tut etwas Ungeheuerliches. Er erklärt sie zur Göttin. Sie ist die erste Römerin, der diese Ehre zuteil wird. Die Senatoren sind empört, doch der Kaiser geht darüber hinweg. Vorüber ist die Zeit, als er den Senat noch hofierte. Die stolzen Senatoren sollen sich seinem Willen beugen. Aus Angst. Caligula versammelte den Senat und hielt eine Rede. Er bezeichnete sie als Heuchler und Verräter. Als Beweis benutzte er Tiberius' Papiere, die er angeblich verbrannt hatte. Wie Tiberius vor ihm droht Caligula den Senatoren mit Anklagen wegen Hochverrats. Er fordert sie auf, jeden zu melden, der schlecht über ihn spricht. Er lässt keine Gelegenheit aus, sie zu demütigen. Wie es heißt, ließ Caligula bei einem Festmahl sein geliebtes Pferd Incitatus an den Tisch führen und fütterte und tränkte es aus goldenen Schalen. Als einige Senatoren nach dem Grund fragten, antwortete er: Ich denke daran, dieses Pferd zum Konsul zu machen. Viele Historiker sahen darin einen Beweis für Caligulas Wahnsinn. Aber man kann es auch als durchdachte Posse sehen, um seine Gäste zu erniedrigen.
Jeder Senator hätte seinen rechten Arm dafür gegeben, Konsul zu werden. Und Caligula will diese Ehre einem Pferd verleihen. Aus Angst schlucken die Senatoren jede Demütigung. Caligula lässt sich von ihnen verehren wie ein ägyptischer Pharao. Doch eines fehlt ihm, um eine neue Dynastie zu gründen. Kinder. Caligula heiratete die unscheinbare Tochter eines reichen Kaufmanns. Das Attraktivste an ihr? Sie war im 8. Monat schwanger. Ob es sein Kind ist, weiß niemand. Seine Frau bekommt ein kleines Mädchen. Dies hatte enorme Auswirkungen auf die kaiserliche Erbfolge. Caligula tauft das Mädchen Drusilla, nach seiner geliebten verstorbenen Schwester. Caligulas Schwager Lepidus und die noch lebenden Schwestern des Kaisers rutschen durch das Kind in der Erbfolge nach hinten. Ihr Unmut darüber mischt sich mit dem Murren der Senatoren. Mit den beiden Konsuln an der Spitze formiert sich angeblich Widerstand gegen den Kaiser. Der reagiert brutal. Aus dem Nichts heraus ließ Caligula die beiden Konsuln verhaften. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Ebenso ungeheuerlich ist der angebliche Grund für ihre Verhaftung. Laut Anklage hatten sie dem Kaiser an seinem Geburtstag nicht richtig gehuldigt. Tatsächlich aber ging es wohl um Verrat. Caligula lässt die Verhafteten foltern und deckt angeblich so eine Verschwörung gegen sich auf. Am Ende wurden die beiden Konsuln zum Selbstmord gezwungen. Doch die Verschwörung reicht angeblich weit über den Senat hinaus, bis in die engste Familie des Kaisers. Der Verrat trifft Caligula im Innersten. Er hört, dass seine Schwestern und sein Schwager Lepidus ihn töten wollen, bevor er einen männlichen Erben zeugen kann. Caligula statuiert ein Exempel. Seinen Schwager Lepidus lässt er hinrichten. Seine ältere Schwester Agrippina muss dessen Asche durch die Umgebung Roms tragen. Danach verbannt Caligula seine beiden Schwestern auf die gleiche Insel, auf der ihre gemeinsame Mutter verhungert war. Sein Ansehen sinkt auf den Nullpunkt. Er muss etwas tun. Caligula wusste, dass er seine Macht am besten durch militärische Siege sichern konnte. Er brauchte einen Feldzug. Sein Reich erstreckt sich bereits rund um das Mittelmeer. Doch Caligula will ein neues Land erobern. Eine Insel im Norden Galliens, an der selbst der große Julius Caesar gescheitert war. Britannien. Er wollte nicht nur seine Vorgänger überflügeln, sondern auch Julius Caesar, ihr aller Vorbild. Als erstes sichert Caligula mit frischen Truppen die Flanke am Rhein. Dann führt er 4 Legionen an die Küste, wo sie nach Britannien übersetzen sollen. Doch hier, so berichten Quellen, geschieht äußerst Merkwürdiges. Wie der Historiker Sueton schreibt, versammelte Caligula seine Truppen am Strand in voller Rüstung und befahl ihnen, gegen das Meer zu marschieren. Caligula, so heißt es weiter, habe das Meer erobern wollen. Und nicht nur das. Als das nicht gelang, verlangte er, dass die Männer Muscheln und Steine sammelten. Was sollte das Ganze? Dies waren kampferprobte Veteranen. Er war offenbar verrückt. Seit 2000 Jahren dient die Geschichte als Beleg, dass Caligula geisteskrank war. Warum sonst hätte er seinen Truppen befohlen, Muscheln zu sammeln? Oder steckt doch etwas anderes dahinter?
Vielleicht liegt die Antwort in dem, was 3 Jahre später geschah, als die Römer erfolgreich den Kanal überquerten. Wir wissen, dass die Legionen 3 Jahre später genau hier meuterten. Sie wollten nicht in die Boote steigen. Für sie war das das Ende der Welt. Ihre Anführer brauchten Wochen, um sie zu überzeugen. Wahrscheinlich war es bei Caligula nicht viel anders. Nach römischem Recht wurde bei Meuterei jeder 10. Soldat der beteiligten Legion hingerichtet. Die sogenannte Dezimierung. Eine radikale Strafe, vor der Caligula eventuell zurückschreckte. Aus gutem Grund. Caligula konnte seine Truppen nicht dezimieren, falls sie meuterten. Das Letzte, was er brauchte, war ein Aufstand der Armee in Gallien. So ließ er sie wahrscheinlich Muscheln sammeln, nur um sie zu beschämen. Der Versuch, England zu erobern, endet mit einem Fehlschlag. Dennoch schickt Caligula Briefe an den Senat, in denen er seine militärischen Erfolge an der Küste rühmt. Sie führten eventuell in Rom zum spöttischen Gerücht, er habe seinen Männern einen Angriff auf das Meer befohlen. Caligula ist auf dem Weg zurück nach Rom. Er glaubt, viel erreicht zu haben. Er hatte die Verteidigung am Rhein verstärkt, eine Invasion Britanniens vorbereitet. Er hatte den ganzen Weg zum englischen Kanal hinter sich gebracht. Dafür verlangte er einen römischen Triumphzug, aber der Senat lehnte ab. Ein Triumphzug ist die höchste Ehre für jeden Römer. Als umjubelter Sieger an der Spitze seiner Truppen durch Rom marschieren. Doch dafür muss der Senat den militärischen Triumph als solchen anerkennen. Und das verweigerte er Caligula. Aus der gescheiterten Invasion Britanniens lässt sich für ihn kein politisches Kapital schlagen. Er muss auf anderem Gebiet überzeugen. Ein beliebtes Mittel der Cäsaren sind öffentliche Bauten. Roms Arenen, Aquädukte, Triumphbögen und Tempel, sie wurden errichtet, um das Volk an den Herrscher zu binden. Ganz anders bei Caligula. Seine Bauten mussten meist nur einem gefallen. Ihm selber. Viele seiner Bauvorhaben sind ganz auf ihn zugeschnitten. Eines davon war am See Nemi. 30 Kilometer von Rom entfernt. Dieser See hier und der Wald, der ihn umgibt, waren für Caligula etwas Besonderes. In der Antike vermutete man hier den Wohnsitz der Diana, der Göttin des Waldes und des Mondes. Hier erholte sich Caligula vom Stress und Chaos der Stadt. Und hier ließ er etwas Besonderes bauen. Als man den See in den 30er Jahren trockenlegt, entdeckt man 2 riesige Schiffe auf seinem Grund. Größer als alles andere, was von den Römern bekannt war. Beide Schiffe waren etwa 100 Meter lang und 22 Meter breit. Die Inschriften auf den Schiffsrohren verrieten ihren Erbauer. Caligula. Sein Ehrgeiz war offenbar gewesen, die größten Yachten der Welt zu bauen. Ein schwimmendes Weltwunder der Antike. Der See Nemi ist recht klein, weniger als 1,5 Kilometer breit. Stellen Sie sich jetzt darin ein Schiff in den Ausmaßen eines Footballfeldes vor. Und davon schwammen hier 2. Archäologen rekonstruieren die Wracks, die fast 2000 Jahre auf dem Grund des Sees lagen. Der Zweite Weltkrieg macht ihre Arbeit zunichte. Bei einem Bombenangriff werden die Wracks zerstört. Allein das Gebäude, das sie beherbergte, zeugt bis heute von ihrer Größe. Zwei Schiffe, die nur einem Ziel dienten, dem Vergnügen des Kaisers und seiner Gäste. Caligula rüstete diese schwimmenden Paläste mit einem bis dahin nie gesehenen Luxus aus. Nichts ist dem Kaiser zu teuer.
Die Böden waren mit Mosaiken aus dem gesamten Reich belegt. Jeder Dachziegel war mit Bronze bedeckt. Das Schiff besaß sogar ein ausgeklügeltes Rohrsystem mit heißem und kaltem Wasser. Unter den Marmorböden lief heißes Wasser, so dass es die Gäste schön warm hatten auf Caligulas Schiffen. Im Oktober 40 nach Christus ist Caligula seit 1300 Tagen Kaiser. Aus dem umjubelten Herrscher ist ein gefürchteter Tyrann geworden. In einer solchen Stellung wird man sehr, sehr leicht von der Macht verführt. Und das passierte Caligula. Caligula reicht die absolute Macht nicht mehr. Er will als lebender Gott anerkannt werden. Glaubte er wirklich, dass die Römer ihn als Gott akzeptieren würden? Das ist sicher nicht normal. Nach ihrem Tod wurden Kaiser vergöttlicht. Caligula allerdings ging einen Schritt weiter. Er wollte zu Lebzeiten als Gott angebetet werden. Caligula ließ für sich einen Tempel errichten. Darin stand eine goldene Statue von ihm. Jeden Tag wurden ihr die gleichen Gewänder angezogen, die auch er trug. Es gab spezielle Priester und ausgesuchte Opfergaben. Viele Gläubige findet der Kaiser nicht. Hier in Rom war es nicht normal, sich zu Lebzeiten als Gott ausrufen zu lassen. Caligula ist enttäuscht. Er kündigt an, Rom verlassen zu wollen und nach Alexandria in Ägypten zu gehen. Nach einem Gesetz des Kaisers Augustus durfte kein Senator Ägypten betreten. Caligulas Wunsch bedeutete also, ich werde in eine neue Hauptstadt ziehen, die kein Senator betreten darf. Ich kann also ganz allein regieren. Das beunruhigte sie. Dies war ein Schlag ins Gesicht, vor allem für den römischen Adel. Im Dezember des Jahres 40 nach Christus trifft Caligula Vorbereitungen für den Umzug des kaiserlichen Hofes. Doch er wird Ägypten nie erreichen. Caligula musste sterben. Jetzt oder nie. Und es stand viel auf dem Spiel. Die Prätorianer waren zunehmend unzufrieden mit ihrem Gönner Caligula. Wenn er nach Alexandria ging, würden auch sie Macht und Einfluss verlieren. Ein Mann wurde der Kopf der Verschwörung, Cassius Carrea. Cassius Carrea, der Führer der Prätorianer, hat wie kein anderer Mittel und Gelegenheit, um Caligula zu stürzen. Doch warum? Antike Historiker berichten, dass Cassius Carrea häufig das Ziel von Caligulas Scherzen war. Der Kaiser machte sich über seine feminine Stimme lustig. Doch Carreas Motive waren wohl komplexer und er handelte nicht allein. Einflussreiche Senatoren sind mit von der Partie. Sie wollen nicht nur Caligula stürzen, sondern auch die alte Macht des Senats wiederbeleben. Kein Kaiser soll künftig mehr über ihnen stehen. Am 24. Januar 41 nach Christus ist Caligula auf dem Weg nach Hause. Um in den Palast zu gelangen, nahm Caligula nicht den üblichen Weg. Stattdessen ging er durch unterirdische Korridore wie diesen hier, die den Palastkomplex verbanden. Diese unterirdischen Gänge waren bekannt als Kryptoporticus. Die Gänge sind menschenleer, bis auf den Kaiser und seine Wachen. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Carrea folgt dem Kaiser in den Gang. Er stoppt ihn und fragt ihn nach dem Losungswort. Caligula antwortet mit einer Obszönität. In diesem Augenblick zieht Carrea sein Schwert und sticht ihn nieder. Carrea handelt nicht allein. Aus dem Schatten tauchen weitere Verschwörer auf und stechen auf Caligula ein. Unter ihnen sind Senatoren und Tribune. Sie hören nicht auf, bis Caligula im eigenen Blut schwimmt.
Nach 1400 Tagen Herrschaft ist Caligula tot. Hinter dem Palast, unten auf dem Forum, versammelt sich eine Menge. Ein Gerücht macht die Runde. Caligula sei tot. Kann das sein? Der Mann, der sie mit rauschenden Festen unterhalten hatte, der noch lange hätte regieren können und jetzt ist alles vorbei? Nach Caligulas Tod machen die Prätorianer Jagd auf seine Angehörigen. Die Prätorianer durchsuchten den Palast nach seiner Familie. Sie erstachen seine Frau und schmetterten den Kopf seiner kleinen Tochter an die Wand. Einer überlebt. Caligulas Onkel. Schließlich fanden die Prätorianer Caligulas Onkel Claudius, der sich versteckt hatte. Claudius glaubt, dass er als Nächster hingerichtet wird. Doch es kommt anders. Während die Senatoren noch Pläne schmieden, wie es weitergehen soll, schaffen die Prätorianer schon Fakten. Die Prätorianer brachten Claudius in ihr Lager vor den Toren der Stadt und riefen ihn zum Kaiser aus. Sie wollten keine Republik, sondern einen Kaiser, den sie schützen konnten, um so ihre Macht und ihren Einfluss zu bewahren. Der neue Kaiser leidet unter Lähmungen, Stottern. Er wird leicht unterschätzt. Claudius wird immer als einfältig dargestellt, aber er war viel aufgeweckter, als man glaubt. Möglicherweise steckte Claudius hinter dem Attentat. Jedenfalls profitierte er davon. Der Senat hört, dass die Prätorianer Claudius zum Kaiser ausgerufen haben. Sie sind schlichtweg ausmanövriert worden. Eine Genugtuung haben die Senatoren. Die Erinnerung an Caligula wird unter seinem Nachfolger ausgelöscht. Inschriften wurden entfernt, Statuen niedergerissen und zerstört. Jedes Andenken an den Kaiser wurde vollständig aus dem öffentlichen Bewusstsein getilgt. Sie verdammten jede Erinnerung, jedes Bild von ihm. Zu spät. Nur 1400 Tage hielt Caligulas Herrschaft, doch sein schlechter Ruf überdauert die Jahrtausende. Er gilt bis heute als Inbegriff des zügellosen Gewaltherrschers. Als warnendes Beispiel, wie Macht den Menschen korrumpiert. Er zeigt uns, wie es ist, wenn es keine Gesetze gibt. Man gab diesem jungen, unfertigen Mann absolute Macht über die Welt. Und natürlich, das verführte ihn. Er ging in die Geschichtsbücher als einer der Schlimmsten ein. Kein Wunder, dass er so früh ermordet wurde. Ob er durch die Macht verführt wurde, böse oder geisteskrank war, ist bis heute umstritten, wie so vieles in seinem Leben. Caligula bleibt in Erinnerung. Nicht durch seine Verdienste, sondern durch die Verbrechen und Exzesse, die ihm zugeschrieben werden. Er ist auf seine ganz eigene Weise unsterblich geworden. Caligula wurde viel nachgesagt. Er sei rücksichtslos, teuflisch, kindisch, pervers, skandalös, manipulativ, grausam, bestialisch, brutal, kein netter Typ. Der berüchtigste Herrscher Roms gilt bis heute als irrer Despot. Er war rachsüchtig, gefährlich und verantwortungslos. Caligula, 1400 Tage Terror. Jetzt in ZDF History. Caligula wird Herrscher Roms wenige Jahre nachdem Christus gekreuzigt wurde. Das Reich, das Caligula erbt, ist die Supermacht seiner Zeit. Roms Legionen beherrschen mehr als 5 Millionen Quadratkilometer rund um das Mittelmeer. Ein Gebiet, das sich heute 47 Staaten teilen. Geschätzte 55 Millionen Menschen leben im Römischen Reich. Damals ein Viertel der Weltbevölkerung.
Über sie alle herrscht der erst 24-jährige Gaius Caesar Augustus Germanicus, genannt Caligula, das Stiefelchen. Wilde Geschichten verbinden sich mit ihm. Er habe sein Pferd zum Konsul gemacht, Inzest betrieben und seinen Soldaten den Angriff aufs Meer befohlen. War er geisteskrank? Oder sind die Berichte über seine irrwitzigen Taten Verleumdung? Die Suche nach der Wahrheit beginnt am ersten Tag seiner Herrschaft im März 37 nach Christi Geburt. Umjubelt zieht der neue Kaiser auf der Via Appia nach Rom. Der 24-Jährige wird von der Menge mit Blumen überhäuft. Die Römer setzen große Hoffnungen auf den neuen, jungen Herrscher. Man wusste wenig über ihn und erwartete viel. In Rom eilt Caligula als erstes zur Curia Regia, wo die römischen Senatoren tagen. Er braucht ihre Zustimmung, um seine Herrschaft zu legitimieren. Jahrhundertelang bestimmten die Männer aus den angesehensten Familien Roms die Geschicke des Römischen Reiches. Erst Caligulas Urgroßvater Augustus bricht die Macht der Senatoren und setzt sich als Herrscher über sie. Rund 40 Jahre regiert er das Reich. Doch der Senat als Institution bleibt unter Augustus erhalten. Auf Augustus folgt sein Adoptivsohn Tiberius, Caligulas Großonkel und Vorgänger. Er ist bei seinem Tod überaus unbeliebt. Am Ende seiner Herrschaft hasste man Tiberius. Er erhöhte die Steuern und sparte bei öffentlichen Feiern und Spielen. Er war geizig, daher hofften die Leute jetzt auf Caligula. Nach Tiberius' Tod ist Caligula als Thronerbe an der Reihe. Doch der Senat muss seine Herrschaft noch anerkennen. Die Zeichen dafür stehen günstig. Die Senatoren hatten unter Tiberius sehr gelitten. Die letzten Jahre seiner Herrschaft waren von Angst geprägt. Die Senatoren beschuldigten sich gegenseitig der Verschwörung. Sie hofften, unter Caligula würde es besser werden. Für den jungen Mann spricht auch seine Herkunft. Seine Mutter ist die Enkelin des beliebten Kaisers Augustus. Sein Vater Germanicus ist der Neffe des Kaisers Tiberius und ein populärer Feldherr. Das prägt Caligulas Kindheit. Caligula wuchs in Militärlagern wie diesem unter Soldaten auf. Als Sohn des Kommandanten war er sich seiner Stellung bewusst. Immer wieder erinnern ihn seine Eltern an seine noble Herkunft und setzen hohe Erwartungen in ihn. Seine Mutter trimmte ihn auf Erfolg. Sie steckte den kleinen Gaius Germanicus in eine Uniform. Das sollte die Soldaten für ihn einnehmen. Das klappte. Die Soldaten nannten ihn Caligula, Soldatenstiefelchen. Er hasste den Namen, aber er blieb haften. Caligula ist 7 Jahre alt, als sein Vater in Syrien plötzlich krank wird und stirbt. Angeblich vergiftet. Ein schrecklicher Tod für einen Soldaten. Und Gerüchten zufolge gab der Kaiser selber dazu den Befehl. Germanicus musste sterben, so glauben manche, weil er beliebter war als Tiberius und daher eine Gefahr für dessen Macht. Ob Germanicus wirklich vergiftet wurde und von wem, ist bis heute ein Rätsel. Doch der Tod des Vaters beraubt Caligulas Familie ihres wichtigsten Schutzes. Ab jetzt sind sie der Willkür des Kaisers schutzlos ausgeliefert. Als die Familie nach Rom zurückkehrt, werden sie von Tiberius misstrauisch überwacht. Als er eine Verschwörung gegen sich wittert, schlägt der Kaiser erbarmungslos zu. Tiberius ließ Caligulas Mutter und seinen ältesten Bruder wegen Hochverrats verhaften.
Sie werden auf eine öde Insel verbannt. Seine Mutter hungert sich zu Tode. Sein ältester Bruder begeht Selbstmord. Auch Caligulas anderer Bruder wird verhaftet und verhungert im Gefängnis. Der Tod seiner Eltern und Brüder prägt den jungen Caligula. Kein Wunder, dass ihn das aus dem Tritt brachte. Den jungen Caligula verschont Tiberius. Erst einmal. Er überlebte nur, weil er zu jung war, um eine Bedrohung zu sein. Als Caligula 17... Caligula erklimmt die Spitze des Gebäudes und überrascht die Menge. Er hatte Eimer voller Münzen, die er aus 20 Metern Höhe in die Menge warf. Die Menschen prügelten sich um die Münzen. Die Prätorianer und die Römer zieht Caligula durch Geld auf seine Seite. Den Senatoren verspricht er, dass unter ihm ihr Leben sicherer wird als unter seinem Vorgänger. Tiberius war zuletzt nicht sehr beliebt, weil er viele Senatoren wegen Verschwörung vor Gericht stellte. Durch Angst hält Tiberius die Senatoren in Schach. Jeder kann angeklagt werden, keiner ist sicher. Diese Zeiten sollen nun vorbei sein, verspricht der neue Herrscher Caligula. In den ersten Monaten als Kaiser schaffte Caligula die verhassten Verratsprozesse ab. Jedem Betroffenen wurde Amnestie gewährt. In einer letzten dramatischen Geste verbrannte er alle Dokumente, die die Senatoren belasteten. Damit kann der junge Kaiser auch die Senatoren überzeugen. Sogar seine Nachfolge regelt er bereits. Er adoptiert den 14-jährigen Gemellus, einen Enkel von Tiberius. Für mich ist das nur ein gelungener PR-Trick. Caligula ist 24, er kann noch lange regieren. Gemellus zu adoptieren kostete ihn nichts. Aber dass er auf seine Familie Rücksicht nahm und seine Nachfolge regelte, machte guten Eindruck auf Senat und Volk. Die ersten 6 Monate seiner Herrschaft sind ein voller Erfolg. Nur 187 Tage nach seiner Thronbesteigung verleiht der Senat Caligula den Ehrentitel eines Pater Patriae, eines Vaters des Vaterlandes. Er ist jetzt unumstrittener Herrscher des Römischen Reiches. Der mächtigste Mann der Welt. Doch dann wird ihm bewusst, wie schnell seine Macht zu Ende sein kann. Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, aber plötzlich erkrankte Caligula schwer, wochenlang. Niemand weiß, was passieren wird. Das ganze Reich hält den Atem an. Gerüchte machen die Runde, dass der neue, beliebte Herrscher dem Tode nah sei. Eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Palast. In seinem Inneren bereiten sich die Prätorianer auf einen Machtwechsel vor. Ihr Führer Macro hat bereits Caligulas Nachfolger im Blick. Macro tat das, was er auch getan hatte, als Tiberius erkrankte. Er bereitete sich auf das Schlimmste vor. Er verbrachte viel Zeit mit Gemellus, Caligulas Erben. Macro drängte ihn zu öffentlichen Auftritten und bereitete ihn auf den Thron vor. Aber Caligula überrascht alle und wird wieder völlig gesund. Und er ist nicht sehr glücklich über das, was er um sich herum sieht. Gemellus hat an Statur gewonnen. Caligula wird klar, dass Gemellus ihn jederzeit ersetzen könnte. Caligula lässt den 14-Jährigen ins Gefängnis werfen. Doch das reicht ihm nicht.
Caligula schickt die Prätorianer in Gemellus' Zelle. Da es Soldaten verboten war, kaiserliches Blut zu vergießen, ordnete Caligula Gemellus' Selbstmord an. Nur wusste sein Adoptivsohn nicht, wie man ein Schwert benutzt, also bat er die Prätorianer um Hilfe. Die zeigten ihm, wie man sich so schmerzlos wie möglich selbst erstach. Gemellus' Tod wird zum Wendepunkt in Caligulas Herrschaft. Fortan regiert er mit Terror. Caligula fühlte sich betrogen von dem Mann, der ihm geholfen hatte, Kaiser zu werden. Aber er kann Macro, den Führer der Prätorianer, nicht einfach hinrichten lassen. Also befördert er ihn zum Präfekten von Ägypten. An Macros Stelle ernennt Caligula zwei neue Befehlshaber für die Prätorianer. Bevor Macro nach Ägypten abreisen konnte, ließ Caligula ihn verhaften. Auch ihm wurde ein Schwert gereicht, um Selbstmord zu begehen. Immer mehr tritt Caligula in die Fußstapfen seines Vorgängers Tiberius. Wie dieser ist er überaus misstrauisch und findet Geschmack an der Gewalt. Auch in anderer Hinsicht zeigt er sich als gelehriger Schüler seines Vorgängers. Seit einem Jahr an der Macht genießt Caligula sein Leben. Er isst exotische Früchte und gibt rauschende Feste im Palast. Seine Festbankette übertreffen alles, was man in Rom gewöhnt ist. Seinen Gästen setzt Caligula exotische Delikatessen vor, wie Flamingozungen, Kamelhaxen oder geröstetes Straußenfleisch. Nichts ist ihm zu teuer. Ein einzelnes Bankett kostete 10 Millionen Sesterzen. Das entsprach den Jahreseinnahmen aus drei römischen Provinzen zusammen. Caligula war vergnügungssüchtig. Ganz Rom redet über Caligulas exotische und erotische Feste. Und über sein Verhältnis zu seiner jüngsten Schwester Drusilla. Das Erste, was einem zu Caligula einfällt, ist Inzest. Es ist ein offenes Geheimnis in Rom. Jeder munkelt, dass Caligula mit seiner jüngsten Schwester Drusilla schläft. Bei Festen gibt er ihr den Ehrenplatz und füttert sie mit eigener Hand. Ja, er liebkost sie sogar vor den Augen ihres Ehemannes. Drusillas Ehemann Lepidus ist einer der engsten Freunde des Kaisers. Ist die Ehe von Caligula arrangiert? Jahre ist, zitiert ihn der Kaiser zu sich. Er soll in seinen Palast auf der Insel Capri kommen, vor der Küste Neapels. Hier ist Tiberius am liebsten, weit ab von neugierigen Blicken. Als Tiberius ihn nach Capri rief, glaubten viele, dass Caligulas letzte Stunde geschlagen hatte. Es ist schwer vorzustellen, was Caligula dachte, als er hier in Tiberius' Villa auf Capri ankam. Wahrscheinlich war er besorgt und aufgeregt zugleich. Besorgt wegen all dem, was seiner Familie zugestoßen war und auch ihm passieren konnte. Und aufgeregt, weil er hier ins Zentrum der politischen Macht unter Tiberius kam. Zur Verwunderung aller heißt ihn Tiberius willkommen und nimmt ihn unter seine Fittiche. Tiberius war alt geworden und brauchte einen Nachfolger. Seine einzige Option war der Sohn des Germanicus, Caligula. Am Hof des Kaisers in Capri lernt Caligula eine ganz neue Welt kennen. Eine Welt, die Tiberius ganz nach seinem Willen eingerichtet hat. Eine Hölle aus Gewalt und Ausschweifungen. Viele Wände waren mit pornografischen Bildern ausgeschmückt. Eine Art römisches Kamasutra. Tiberius ließ Jungen und Mädchen fast nackt im Garten seiner Villa flanieren und liebte es, sie beim Sex zu beobachten.
and he would sit there and watch. Im Swimmingpool der Villa schwimmt der Kaiser nackt mit seinen jungen Gästen, heißt es. Auch Caligula wird dazu gebeten und folgt der Einladung. Denn wer den Kaiser verärgert, kann dies mit dem Tode büßen. Sex und Gewalt prägen das Leben am Hof. Verurteilte lässt der Kaiser angeblich von einem Felsen bei seiner Villa in die Tiefe stoßen. Je näher man dem Kaiser kam, desto gefährlicher. Der Tod war eine tägliche Bedrohung auf Capri. Er lernte zu überleben. Er wurde genau beobachtet und beobachtete genau. Seine Geduld wird belohnt. Tiberius bestimmt Caligula zu seinem Nachfolger. Caligula lebt 6 Jahre lang mit Tiberius auf Capri. In dieser Zeit lernte er nicht nur, wie man absolute Macht ausübt, sondern auch, wie man sie genießt. Nach außen hin zeigt sich Caligula geduldig. Doch er hofft bald, selber Kaiser zu sein. Der Weg auf den Thron führt über die Prätorianer, die Leibgarde des Kaisers. Die Prätorianer sind die persönliche Schutztruppe des Kaisers. Sie folgen ihm überall hin. Keine einfache Palastwache, sondern eine Elitetruppe. Eine Mischung aus Navy Seals und Geheimdienst. Caligula freundet sich mit Macro an, dem Führer der Prätorianer. Er bietet ihm Macht im Gegenzug für seine Hilfe, wenn die Zeit dazu reif ist. Caligula wartete auf seine Chance, Tiberius zu beerben. Er war ein sehr ehrgeiziger junger Mann und fühlte sich zum Herrschen bestimmt. Als Tiberius im Alter von 77 Jahren erkrankt, ist Caligulas Chance gekommen. Antike Quellen behaupten, er habe Tiberius erstickt. Nimmt er Rache für den Tod seiner Eltern und Brüder? Waren die Prätorianer in den Mord eingeweiht und schauten weg? Sicher ist nur, als Tiberius tot ist, rufen die Prätorianer Caligula zum neuen Kaiser aus. Sie sind es, die ihn über die Via Appia nach Rom eskortieren, wo er als Herrscher anerkannt werden muss. Alles läuft nach Plan. Der römische Senat bestätigt Caligula als neuen Kaiser. Er folgte auf Tiberius, der zur Zeit seines Todes sehr unbeliebt war. Er schien wie ein Neubeginn. Mit 24 ist Caligula Herrscher eines Weltreichs. Als Kaiser hat er Zugriff auf den Staatsschatz. Der ist gut gefüllt, dank der soliden Wirtschaftsführung seiner beiden Vorgänger. Caligula nutzt das Geld, um sich beim Volk und einflussreichen Kreisen beliebt zu machen. Caligula residierte im Palast von Tiberius, von wo aus er eine massive PR-Kampagne startete. Er musste den Senat und die Römer für sich einnehmen. Und vielleicht noch wichtiger, die Prätorianer. Der Führer der Prätorianer, Macro, schlägt dem jungen Kaiser einen Extrabonus für seine Soldaten vor. In seinem Testament vermachte Tiberius jedem Prätorianer 1000 Sesterzen, ein Jahresgehalt. Caligula verdoppelt die Summe. Durch seine Großzügigkeit will er die Prätorianer dauerhaft an sich binden. Sie sind seine schärfste Waffe. Die Prätorianer erledigen die schmutzige Arbeit für ihn. Caligula muss sie bei Laune halten, damit sie loyal bleiben. Auch die Römer werden reich beschenkt. Caligula will jedem Familienoberhaupt in der Stadt eine Summe von umgerechnet rund 1000 Euro auszahlen. Damit die Wohltat im Gedächtnis bleibt, hat sich der Kaiser eine spektakuläre Aktion ausgedacht.
Wir befinden uns hier in den Überresten der Basilika Julia, einer der größten Versammlungsorte Roms. 3 Stockwerke hoch, also fast 20 Meter. Eine Macht am besten durch militärische Siege sichern konnte. Er brauchte einen Feldzug. Sein Reich erstreckt sich bereits rund um das Mittelmeer. Doch Caligula will ein neues Land erobern. Eine Insel im Norden Galliens, an der selbst der große Julius Caesar gescheitert war. Britannien. Er wollte nicht nur seine Vorgänger überflügeln, sondern auch Julius Caesar, ihr aller Vorbild. Als erstes sichert Caligula mit frischen Truppen die Flanke am Rhein. Dann führt er 4 Legionen an die Küste, wo sie nach Britannien übersetzen sollen. Doch hier, so berichten Quellen, geschieht äußerst Merkwürdiges. Wie der Historiker Sueton schreibt, versammelte Caligula seine Truppen am Strand in voller Rüstung und befahl ihnen, gegen das Meer zu marschieren. Caligula, so heißt es weiter, habe das Meer erobern wollen. Und nicht nur das. Als das nicht gelang, verlangte er, dass die Männer Muscheln und Steine sammelten. Was sollte das Ganze? Dies waren kampferprobte Veteranen. Er war offenbar verrückt. Seit 2000 Jahren dient die Geschichte als Beleg, dass Caligula geisteskrank war. Warum sonst hätte er seinen Truppen befohlen, Muscheln zu sammeln? Oder steckt doch etwas anderes dahinter? Vielleicht liegt die Antwort in dem, was 3 Jahre später geschah, als die Römer erfolgreich den Kanal überquerten. Wir wissen, dass die Legionen 3 Jahre später genau hier meuterten. Sie wollten nicht in die Boote steigen. Für sie war das das Ende der Welt. Ihre Anführer brauchten Wochen, um sie zu überzeugen. Wahrscheinlich war es bei Caligula nicht viel anders. Nach römischem Recht wurde bei Meuterei jeder 10. Soldat der beteiligten Legion hingerichtet. Die sogenannte Dezimierung. Eine radikale Strafe, vor der Caligula eventuell zurückschreckte. Aus gutem Grund. Caligula konnte seine Truppen nicht dezimieren, falls sie meuterten. Das Letzte, was er brauchte, war ein Aufstand der Armee in Gallien. So ließ er sie wahrscheinlich Muscheln sammeln, nur um sie zu beschämen. Der Versuch, England zu erobern, endet mit einem Fehlschlag. Dennoch schickt Caligula Briefe an den Senat, in denen er seine militärischen Erfolge an der Küste rühmt. Sie führten eventuell in Rom zum spöttischen Gerücht, er habe seinen Männern einen Angriff auf das Meer befohlen. Caligula ist auf dem Weg zurück nach Rom. Er glaubt, viel erreicht zu haben. Er hatte die Verteidigung am Rhein verstärkt, eine Invasion Britanniens vorbereitet. Er hatte den ganzen Weg zum englischen Kanal hinter sich gebracht. Dafür verlangte er einen römischen Triumphzug, aber der Senat lehnte ab. Ein Triumphzug ist die höchste Ehre für jeden Römer. Als umjubelter Sieger an der Spitze seiner Truppen durch Rom marschieren. Doch dafür muss der Senat den militärischen Triumph als solchen anerkennen. Und das verweigerte er Caligula. Aus der gescheiterten Invasion Britanniens lässt sich für ihn kein politisches Kapital schlagen. Er muss auf anderem Gebiet überzeugen. Ein beliebtes Mittel der Cäsaren sind öffentliche Bauten. Roms Arenen, Aquädukte, Triumphbögen und Tempel, sie wurden errichtet, um das Volk an den Herrscher zu binden. Ganz anders bei Caligula. Seine Bauten mussten meist nur einem gefallen. Ihm selber. Viele seiner Bauvorhaben sind ganz auf ihn zugeschnitten. Eines davon war am See Nemi. 30 Kilometer von Rom entfernt.
Dieser See hier und der Wald, der ihn umgibt, waren für Caligula etwas Besonderes. In der Antike vermutete man hier den Wohnsitz der Diana, der Göttin des Waldes und des Mondes. Hier erholte sich Caligula vom Stress und Chaos der Stadt. Und hier ließ er etwas Besonderes bauen. Als man den See in den 30er Jahren trockenlegt, entdeckt man zwei riesige Schiffe auf seinem Grund. Größer als alles andere, was von den Römern bekannt war. Beide Schiffe waren etwa 100 Meter lang und 22 Meter breit. Die Inschriften auf den Schiffsrohren verrieten ihren Erbauer, Caligula. Sein Ehrgeiz war offenbar gewesen, die größten Yachten der Welt zu bauen. Ein schwimmendes Weltwunder der Antike. Der See Nemi ist recht klein, weniger als 1,5 Kilometer breit. Stellen Sie sich jetzt darin ein Schiff in den Ausmaßen eines Footballfeldes vor. Und davon schwammen hier zwei. Archäologen rekonstruieren die Wracks, die fast 2000 Jahre auf dem Grund des Sees lagen. Der Zweite Weltkrieg macht ihre Arbeit zunichte. Bei einem Bombenangriff werden die Wracks zerstört. Allein das Gebäude, das sie beherbergte, zeugt bis heute von ihrer Größe. Zwei Schiffe, die nur einem Ziel dienten: dem Vergnügen des Kaisers und seiner Gäste. Caligula rüstete diese schwimmenden Paläste mit einem bis dahin nie gesehenen Luxus aus. Nichts ist dem Kaiser zu teuer. Die Böden waren mit Mosaiken aus dem gesamten. Es hieß, er wolle sie dadurch in seiner Nähe halten. Die Römer sprachen gerne über Sex und über Sexskandale. Die Ehe mit Drusilla ist für Lepidus vorteilhaft. Als Schwager des Kaisers kann er sogar dessen Erbe werden. Doch steckte hinter Caligulas angeblichem Verhältnis mit seiner Schwester mehr als nur Sex? Geschwisterehen im Herrscherhaus waren im Orient nicht unüblich. Möglicherweise wollte er eine reinblütige Dynastie gründen, wie die Ptolemäer in Ägypten. So praktizierten es die Pharaonen. Caligula liebte die östliche Kultur und ihren Herrschaftsstil. Er hat noch eine andere große Leidenschaft: Kampfspiele. Caligula war ein großer Fan von Gladiatorenkämpfen. Je blutiger, umso besser. Die Arenen voller kreischender Fans. Und Caligula war einer von ihnen. Gladiatorenkämpfe sind damals seit 200 Jahren Teil der römischen Kultur. Viele Gladiatoren waren Kriegsgefangene, die für den Kampf gegeneinander trainiert wurden. Gladiatorenkämpfe sind das liebste Freizeitvergnügen der Römer. Caligula ändert die Regeln, um die Kämpfe noch härter zu machen. Es ist so, als ob der amerikanische Präsident die Baseballregeln ändern würde. Gladiatorenkämpfe waren für die Römer heilig, aber Caligula wollte mehr Blut. So schaffte er ein Ungleichgewicht. Ein Gladiator bekam ein Schwert, der andere nur ein Netz. Ein Kämpfer bekam einen Schild, der andere nichts. Der Kampf wird zum Gemetzel. Nach 450 Tagen an der Macht, im Juni 38, trifft Caligula ein neuer Schicksalsschlag. Drusilla, Caligulas Schwester und angebliche Geliebte, wird krank und stirbt. Caligula ist am Boden zerstört und tut etwas Ungeheuerliches. Er erklärt sie zur Göttin. Sie ist die erste Römerin, der diese Ehre zuteil wird. Die Senatoren sind empört, doch der Kaiser geht darüber hinweg. Vorüber ist die Zeit, als er den Senat noch hofierte. Die stolzen Senatoren sollen sich seinem Willen beugen. Aus Angst.
Caligula versammelte den Senat und hielt eine Rede. Er bezeichnete sie als Heuchler und Verräter. Als Beweis benutzte er Tiberius' Papiere, die er angeblich verbrannt hatte. Wie Tiberius vor ihm droht Caligula den Senatoren mit Anklagen wegen Hochverrats. Er fordert sie auf, jeden zu melden, der schlecht über ihn spricht. Er lässt keine Gelegenheit aus, sie zu demütigen. Wie es heißt, ließ Caligula bei einem Festmahl sein geliebtes Pferd Inkitatus an den Tisch führen und fütterte und tränkte es aus goldenen Schalen. Als einige Senatoren nach dem Grund fragten, antwortete er: Ich denke daran, dieses Pferd zum Konsul zu machen. Viele Historiker sahen darin einen Beweis für Caligulas Wahnsinn. Aber man kann es auch als durchdachte Posse sehen, um seine Gäste zu erniedrigen. Jeder Senator hätte seinen rechten Arm dafür gegeben, Konsul zu werden. Und Caligula will diese Ehre einem Pferd verleihen. Aus Angst schlucken die Senatoren jede Demütigung. Caligula lässt sich von ihnen verehren wie ein ägyptischer Pharao. Doch eines fehlt ihm, um eine neue Dynastie zu gründen. Kinder. Caligula heiratete die unscheinbare Tochter eines reichen Kaufmanns. Das Attraktivste an ihr? Sie war im 8. Monat schwanger. Ob es sein Kind ist, weiß niemand. Seine Frau bekommt ein kleines Mädchen. Dies hatte enorme Auswirkungen auf die kaiserliche Erbfolge. Caligula tauft das Mädchen Drusilla, nach seiner geliebten verstorbenen Schwester. Caligulas Schwager Lepidus und die noch lebenden Schwestern des Kaisers rutschen durch das Kind in der Erbfolge nach hinten. Ihr Unmut darüber mischt sich mit dem Murren der Senatoren. Mit den beiden Konsuln an der Spitze formiert sich angeblich Widerstand gegen den Kaiser. Der reagiert brutal. Aus dem Nichts heraus ließ Caligula die beiden Konsuln verhaften. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Ebenso ungeheuerlich ist der angebliche Grund für ihre Verhaftung. Laut Anklage hatten sie dem Kaiser an seinem Geburtstag nicht richtig gehuldigt. Tatsächlich aber ging es wohl um Verrat. Caligula lässt die Verhafteten foltern und deckt angeblich so eine Verschwörung gegen sich auf. Am Ende wurden die beiden Konsuln zum Selbstmord gezwungen. Doch die Verschwörung reicht angeblich weit über den Senat hinaus, bis in die engste Familie des Kaisers. Der Verrat trifft Caligula im Innersten. Er hört, dass seine Schwestern und sein Schwager Lepidus ihn töten wollen, bevor er einen männlichen Erben zeugen kann. Caligula statuiert ein Exempel. Seinen Schwager Lepidus lässt er hinrichten. Seine ältere Schwester Agrippina muss dessen Asche durch die Umgebung Roms tragen. Danach verbannt Caligula seine beiden Schwestern auf die gleiche Insel, auf der ihre gemeinsame Mutter verhungert war. Sein Ansehen sinkt auf den Nullpunkt. Er muss etwas tun. Caligula wusste, doch der Senat muss seine Herrschaft noch anerkennen. Die Zeichen dafür stehen günstig. Die Senatoren hatten unter Tiberius sehr gelitten. Die letzten Jahre seiner Herrschaft waren von Angst geprägt. Die Senatoren beschuldigten sich gegenseitig der Verschwörung. Sie hofften, unter Caligula würde es besser werden. Für den jungen Mann spricht auch seine Herkunft. Seine Mutter ist die Enkelin des beliebten Kaisers Augustus. Sein Vater Germanicus ist der Neffe des Kaisers Tiberius und ein populärer Feldherr. Das prägt Caligulas Kindheit.
Caligula wuchs in Militärlagern wie diesem unter Soldaten auf. Als Sohn des Kommandanten war er sich seiner Stellung bewusst. Immer wieder erinnern ihn seine Eltern an seine noble Herkunft und setzen hohe Erwartungen in ihn. Seine Mutter trimmte ihn auf Erfolg. Sie steckte den kleinen Gaius Germanicus in eine Uniform. Das sollte die Soldaten für ihn einnehmen. Das klappte. Die Soldaten nannten ihn Caligula, Soldatenstiefelchen. Er hasste den Namen, aber er blieb haften. Caligula ist 7 Jahre alt, als sein Vater in Syrien plötzlich krank wird und stirbt. Angeblich vergiftet. Ein schrecklicher Tod für einen Soldaten. Und Gerüchten zufolge gab der Kaiser selber dazu den Befehl. Germanicus musste sterben, so glauben manche, weil er beliebter war als Tiberius und daher eine Gefahr für dessen Macht. Ob Germanicus wirklich vergiftet wurde und von wem, ist bis heute ein Rätsel. Doch der Tod des Vaters beraubt Caligulas Familie ihres wichtigsten Schutzes. Ab jetzt sind sie der Willkür des Kaisers schutzlos ausgeliefert. Als die Familie nach Rom zurückkehrt, werden sie von Tiberius misstrauisch überwacht. Als er eine Verschwörung gegen sich wittert, schlägt der Kaiser erbarmungslos zu. Tiberius ließ Caligulas Mutter und seinen ältesten Bruder wegen Hochverrats verhaften. Sie werden auf eine öde Insel verbannt. Seine Mutter hungert sich zu Tode. Sein ältester Bruder begeht Selbstmord. Auch Caligulas anderer Bruder wird verhaftet und verhungert. Das sollte die Soldaten für ihn einnehmen. Das klappte. Die Soldaten nannten ihn Caligula, Soldatenstiefelchen. Er hasste den Namen, aber er blieb haften. Caligula ist 7 Jahre alt, als sein Vater in Syrien plötzlich krank wird und stirbt. Angeblich vergiftet. Ein schrecklicher Tod für einen Soldaten. Und Gerüchten zufolge gab der Kaiser selber dazu den Befehl. Germanicus musste sterben, so glauben manche, weil er beliebter war als Tiberius und daher eine Gefahr für dessen Macht. Ob Germanicus wirklich vergiftet wurde und von wem, ist bis heute ein Rätsel. Doch der Tod des Vaters beraubt Caligulas Familie ihres wichtigsten Schutzes. Ab jetzt sind sie der Willkür des Kaisers schutzlos ausgeliefert. Als die Familie nach Rom zurückkehrt, werden sie von Tiberius misstrauisch überwacht. Als er eine Verschwörung gegen sich wittert, schlägt der Kaiser erbarmungslos zu. Tiberius ließ Caligulas Mutter und seinen ältesten Bruder wegen Hochverrats verhaften. Sie werden auf eine öde Insel verbannt. Seine Mutter hungert sich zu Tode. Sein ältester Bruder begeht Selbstmord. Auch Caligulas anderer Bruder wird verhaftet und verhungert im Gefängnis. Der Tod seiner Eltern und Brüder prägt den jungen Caligula. Kein Wunder, dass ihn das aus dem Tritt brachte. Den jungen Caligula verschont Tiberius. Erst einmal. Er überlebte nur, weil er zu jung war, um eine Bedrohung zu sein. Als Caligula 17 Jahre ist, zitiert ihn der Kaiser zu sich. Er soll in seinen Palast auf der Insel Capri kommen, vor der Küste Neapels. Hier ist Tiberius am liebsten, weit ab von neugierigen Blicken.
Als Tiberius ihn nach Capri rief, glaubten viele, dass Caligulas letzte Stunde geschlagen hatte. Es ist schwer vorzustellen, was Caligula dachte, als er hier in Tiberius der Basilika Julia, einer der größten Versammlungsorte Roms, drei Stockwerke hoch, also fast 20 Meter, eine Macht am besten durch militärische Siege sichern konnte. Er brauchte einen Feldzug. Sein Reich erstreckt sich bereits rund um das Mittelmeer. Doch Caligula will ein neues Land erobern. Eine Insel im Norden Galliens, an der selbst der große Julius Caesar gescheitert war. Britannien. Er wollte nicht nur seine Vorgänger überflügeln, sondern auch Julius Caesar, ihr aller Vorbild. Als erstes sichert Caligula mit frischen Truppen die Flanke am Rhein. Dann führt er vier Legionen an die Küste, wo sie nach Britannien übersetzen sollen. Doch hier, so berichten Quellen, geschieht äußerst Merkwürdiges. Wie der Historiker Sueton schreibt, versammelte Caligula seine Truppen am Strand in voller Rüstung und befahl ihnen, gegen das Meer zu marschieren. Caligula, so heißt es weiter, habe das Meer erobern wollen. Und nicht nur das. Als das nicht gelang, verlangte er, dass die Männer Muscheln und Steine sammelten. Was sollte das Ganze? Dies waren kampferprobte Veteranen. Er war offenbar verrückt. Seit 2000 Jahren dient die Geschichte als Beleg, dass Caligula geisteskrank war. Warum sonst hätte er seinen Truppen befohlen, Muscheln zu sammeln? Oder steckt doch etwas anderes dahinter? Vielleicht liegt die Antwort in dem, was drei Jahre später geschah, als die Römer erfolgreich den Kanal überquerten. Wir wissen, dass die Legionen drei Jahre später genau hier meuterten. Sie wollten nicht in die Boote steigen. Für sie war das das Ende der Welt. Ihre Anführer brauchten Wochen, um sie zu überzeugen. Wahrscheinlich war es bei Caligula nicht viel anders. Nach römischem Recht wurde bei Meuterei jeder zehnte Soldat der beteiligten Legion hingerichtet. Die sogenannte Dezimierung. Eine radikale Strafe, vor der Caligula eventuell zurückschreckte. Aus gutem Grund. Caligula konnte seine Truppen nicht dezimieren, falls sie meuterten. Das Letzte, was er brauchte, war ein Aufstand der Armee in Gallien. So ließ er sie wahrscheinlich Muscheln sammeln, nur um sie zu beschämen. War sein Verhältnis zu seiner jüngsten Schwester Drusilla. Das Erste, was einem zu Caligula einfällt, ist Inzest. Es ist ein offenes Geheimnis in Rom. Jeder munkelt, dass Caligula mit seiner jüngsten Schwester Drusilla schläft. Bei Festen gibt er ihr den Ehrenplatz und füttert sie mit eigener Hand. Ja, er liebkost sie sogar vor den Augen ihres Ehemannes. Drusillas Ehemann Lepidus ist einer der engsten Freunde des Kaisers. Ist die Ehe von Caligula arrangiert? Es hieß, er wolle sie dadurch in seiner Nähe halten. Die Römer sprachen gerne über Sex und über Sexskandale. Die Ehe mit Drusilla ist für Lepidus vorteilhaft. Als Schwager des Kaisers kann er sogar dessen Erbe werden. Doch steckte hinter Caligulas angeblichem Verhältnis mit seiner Schwester mehr als nur Sex? Geschwisterehen im Herrscherhaus waren im Orient nicht unüblich. Möglicherweise wollte er eine reinblütige Dynastie gründen, wie die Ptolemäer in Ägypten. So praktizierten es die Pharaonen. Caligula liebte die östliche Kultur und ihren Herrschaftsstil. Er hat noch eine andere große Leidenschaft: Kampfspiele. Caligula war ein großer Fan von Gladiatorenkämpfen. Je blutiger, umso besser. Die Arenen voller kreischender Fans. Und Caligula war einer von ihnen.
screaming alongside them. Gladiatorenkämpfe sind damals seit 200 Jahren Teil der römischen Kultur. Viele Gladiatoren waren Kriegsgefangene, die für den Kampf gegeneinander trainiert wurden. Gladiatorenkämpfe sind das liebste Freizeitvergnügen der Römer. Caligula ändert die Regeln, um die Kämpfe noch härter zu machen. Es ist so, als ob der amerikanische Präsident die Baseballregeln ändern würde. Gladiatorenkämpfe waren für die Römer heilig, aber Caligula wollte mehr Blut. So schaffte er ein Ungleichgewicht. Ein Gladiator bekam ein Schwert, der andere nur ein Netz. Ein Kämpfer bekam einen Schild, der andere nichts. Der Kampf wird zum Gemetzel. Nach 450 Tagen an der Macht, im Juni 38, trifft Caligula ein neuer Schicksalsschlag. Drusilla, Caligulas Schwester und angebliche Geliebte, wird krank und stirbt. Caligula ist am Boden zerstört und tut etwas Ungeheuerliches. Er erklärt sie zur Göttin. In die Tiefe stoßen. Je näher man dem Kaiser kam, desto gefährlicher. Der Tod war eine tägliche Bedrohung auf Capri. Er lernte zu überleben. Er wurde genau beobachtet und beobachtete genau. Seine Geduld wird belohnt. Tiberius bestimmt Caligula zu seinem Nachfolger. Caligula lebt 6 Jahre lang mit Tiberius auf Capri. In dieser Zeit lernte er nicht nur, wie man absolute Macht ausübt, sondern auch, wie man sie genießt. Nach außen hin zeigt sich Caligula geduldig. Doch er hofft bald, selber Kaiser zu sein. Der Weg auf den Thron führt über die Prätorianer, die Leibgarde des Kaisers. Die Prätorianer sind die persönliche Schutztruppe des Kaisers. Sie folgen ihm überall hin. Keine einfache Palastwache, sondern eine Elitetruppe. Eine Mischung aus Navy Seals und Geheimdienst. Caligula freundet sich mit Macro an, dem Führer der Prätorianer. Er bietet ihm Macht im Gegenzug für seine Hilfe, wenn die Zeit dazu reif ist. Caligula wartete auf seine Chance, Tiberius zu beerben. Er war ein sehr ehrgeiziger junger Mann und fühlte sich zum Herrschen bestimmt. Als Tiberius im Alter von 77 Jahren erkrankt, ist Caligulas Chance gekommen. Antike Quellen behaupten, er habe Tiberius erstickt. Nimmt er Rache für den Tod seiner Eltern und Brüder? Waren die Prätorianer in den Mord eingeweiht und schauten weg? Sicher ist nur, als Tiberius tot ist, rufen die Prätorianer Caligula zum neuen Kaiser aus. Sie sind es, die ihn über die Via Appia nach Rom eskortieren, wo er als Herrscher anerkannt werden muss. Alles läuft nach Plan. Der römische Senat bestätigt Caligula als neuen Kaiser. Er folgte auf Tiberius, der zur Zeit seines Todes sehr unbeliebt war. Er schien wie ein Neubeginn. Mit 24 ist Caligula Herrscher eines Weltreichs. Als Kaiser hat er Zugriff auf den Staatsschatz. Der ist gut gefüllt, dank der soliden Wirtschaftsführung seiner beiden Vorgänger. Caligula nutzt das Geld, um sich beim Volk und einflussreichen Kreisen beliebt zu machen. Merkwürdiges. Wie der Historiker Sueton schreibt, versammelte Caligula seine Truppen am Strand in voller Rüstung und befahl ihnen, gegen das Meer zu marschieren. Caligula, so heißt es weiter, habe das Meer erobern wollen. Und nicht nur das. Als das nicht gelang, verlangte er, dass die Männer Muscheln und Steine sammelten. Was sollte das Ganze? Dies waren kampferprobte Veteranen. Er war offenbar verrückt.
Seit 2000 Jahren dient die Geschichte als Beleg, dass Caligula geisteskrank war. Warum sonst hätte er seinen Truppen befohlen, Muscheln zu sammeln? Oder steckt doch etwas anderes dahinter? Vielleicht liegt die Antwort in dem, was 3 Jahre später geschah, als die Römer erfolgreich den Kanal überquerten. Wir wissen, dass die Legionen 3 Jahre später genau hier meuterten. Sie wollten nicht in die Boote steigen. Für sie war das das Ende der Welt. Ihre Anführer brauchten Wochen, um sie zu überzeugen. Wahrscheinlich war es bei Caligula nicht viel anders. Nach römischem Recht wurde bei Meuterei jeder 10. Soldat der beteiligten Legion hingerichtet. Die sogenannte Dezimierung. Eine radikale Strafe, vor der Caligula eventuell zurückschreckte. Aus gutem Grund. Caligula konnte seine Truppen nicht dezimieren, falls sie meuterten. Das Letzte, was er brauchte, war ein Aufstand der Armee in Gallien. So ließ er sie wahrscheinlich Muscheln sammeln, nur um sie zu beschämen. Der Versuch, England zu erobern, endet mit einem Fehlschlag. Dennoch schickt Caligula Briefe an den Senat, in denen er seine militärischen Erfolge an der Küste rühmt. Sie führten eventuell in Rom zum spöttischen Gerücht, er habe seinen Männern einen Angriff auf das Meer befohlen. Caligula ist auf dem Weg zurück nach Rom. Er glaubt, viel erreicht zu haben. Er hatte die Verteidigung am Rhein verstärkt, eine Invasion Britanniens vorbereitet. Er hatte den ganzen Weg zum englischen Kanal hinter sich gebracht. Dafür verlangte er einen römischen Triumphzug, aber der Senat lehnte ab. Ein Triumphzug ist die höchste Ehre für jeden Römer. Als umjubelter Sieger an der Spitze seiner Truppen durch Rom marschieren. Doch dafür muss der Senat den militärischen Triumph als solchen anerkennen. Und das verweigerte er Caligula. Aus der gescheiterten Invasion Britanniens lässt sich für ihn Gesetze gibt. Man gab diesem jungen, unfertigen Mann absolute Macht über die Welt. Und natürlich, das verführte ihn. Er ging in die Geschichtsbücher als einer der Schlimmsten ein. Kein Wunder, dass er so früh ermordet wurde. Ob er durch die Macht verführt wurde, böse oder geisteskrank war, ist bis heute umstritten, wie so vieles in seinem Leben. Caligula bleibt in Erinnerung. Nicht durch seine Verdienste, sondern durch die Verbrechen und Exzesse, die ihm zugeschrieben werden. Er ist auf seine ganz eigene Weise unsterblich geworden. Caligula wurde viel nachgesagt. Er sei rücksichtslos, teuflisch, kindisch, pervers, skandalös, manipulativ, grausam, bestialisch, brutal, kein netter Typ. Der berüchtigste Herrscher Roms gilt bis heute als irrer Despot. Er war rachsüchtig, gefährlich und verantwortungslos. Caligula, 1400 Tage Terror, jetzt in ZDF History. Caligula wird Herrscher Roms wenige Jahre nachdem Christus gekreuzigt wurde. Das Reich, das Caligula erbt, ist die Supermacht seiner Zeit. Roms Legionen beherrschen mehr als 5 Millionen Quadratkilometer rund um das Mittelmeer. Ein Gebiet, das sich heute 47 Staaten teilen. Geschätzte 55 Millionen Menschen leben im Römischen Reich. Damals ein Viertel der Weltbevölkerung. Über sie alle herrscht der erst 24-jährige Gaius Caesar Augustus Germanicus, genannt Caligula, das Stiefelchen. Wilde Geschichten verbinden sich mit ihm. Er habe sein Pferd zum Konsul gemacht, Inzest betrieben und seinen Soldaten den Angriff aufs Meer befohlen. War er geisteskrank? Oder sind die Berichte über seine irrwitzigen Taten Verleumdung? Die Suche nach der Wahrheit beginnt am ersten Tag seiner Herrschaft im März 37 nach Christi Geburt. Umjubelt zieht der neue Kaiser auf der Via Appia nach Rom.
Der 24-Jährige wird von der Menge mit Blumen überhäuft. Die Römer setzen große Hoffnungen auf den neuen, jungen Herrscher. Man wusste wenig über ihn und Caligula wartete auf seine Chance, Tiberius zu beerben. Er war ein sehr ehrgeiziger junger Mann und fühlte sich zum Herrschen bestimmt. Als Tiberius im Alter von 77 Jahren erkrankt, ist Caligulas Chance gekommen. Antike Quellen behaupten, er habe Tiberius erstickt. Nimmt er Rache für den Tod seiner Eltern und Brüder? Waren die Prätorianer in den Mord eingeweiht und schauten weg? Sicher ist nur, als Tiberius tot ist, rufen die Prätorianer Caligula zum neuen Kaiser aus. Sie sind es, die ihn über die Via Appia nach Rom eskortieren, wo er als Herrscher anerkannt werden muss. Alles läuft nach Plan. Der römische Senat bestätigt Caligula als neuen Kaiser. Er folgte auf Tiberius, der zur Zeit seines Todes sehr unbeliebt war. Er schien wie ein Neubeginn. Mit 24 ist Caligula Herrscher eines Weltreichs. Als Kaiser hat er Zugriff auf den Staatsschatz. Der ist gut gefüllt, dank der soliden Wirtschaftsführung seiner beiden Vorgänger. Caligula nutzt das Geld, um sich beim Volk und einflussreichen Kreisen beliebt zu machen. Caligula residierte im Palast von Tiberius, von wo aus er eine massive PR-Kampagne startete. Er musste den Senat und die Römer für sich einnehmen und vielleicht noch wichtiger, die Prätorianer. Der Führer der Prätorianer, Macro, schlägt dem jungen Kaiser einen Extrabonus für seine Soldaten vor. In seinem Testament vermachte Tiberius jedem Prätorianer 1000 Sesterzen, ein Jahresgehalt. Caligula verdoppelt die Summe. Durch seine Großzügigkeit will er die Prätorianer dauerhaft an sich binden. Sie sind seine schärfste Waffe. Die Prätorianer erledigen die schmutzige Arbeit für ihn. Caligula muss sie bei Laune halten, damit sie loyal bleiben. Auch die Römer werden reich beschenkt. Caligula will jedem Familienoberhaupt in der Stadt eine Summe von umgerechnet rund 1000 Euro auszahlen. Damit die Wohltat im Gedächtnis bleibt, hat sich der Kaiser eine spektakuläre Aktion ausgedacht. Wir befinden uns hier in den Überresten der Basilika Julia, einer der größten Versammlungsorte Roms. Diese Zeiten sollen nun vorbei sein, verspricht der neue Herrscher Caligula. In den ersten Monaten als Kaiser schaffte Caligula die verhassten Verratsprozesse ab. Jedem Betroffenen wurde Amnestie gewährt. In einer letzten dramatischen Geste verbrannte er alle Dokumente, die die Senatoren belasteten. Damit kann der junge Kaiser auch die Senatoren überzeugen. Sogar seine Nachfolge regelt er bereits. Er adoptiert den 14-jährigen Gemellus, einen Enkel von Tiberius. Für mich ist das nur ein gelungener PR-Trick. Caligula ist 24, er kann noch lange regieren. Gemellus zu adoptieren kostete ihn nichts. Aber dass er auf seine Familie Rücksicht nahm und seine Nachfolge regelte, machte guten Eindruck auf Senat und Volk. Die ersten 6 Monate seiner Herrschaft sind ein voller Erfolg. Nur 187 Tage nach seiner Thronbesteigung verleiht der Senat Caligula den Ehrentitel eines Pater Patriae, eines Vaters des Vaterlandes. Er ist jetzt unumstrittener Herrscher des Römischen Reiches. Der mächtigste Mann der Welt. Doch dann wird ihm bewusst, wie schnell seine Macht zu Ende sein kann.
Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, aber plötzlich erkrankte Caligula schwer, wochenlang. Niemand weiß, was passieren wird. Das ganze Reich hält den Atem an. Gerüchte machen die Runde, dass der neue, beliebte Herrscher dem Tode nah sei. Eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Palast. In seinem Inneren bereiten sich die Prätorianer auf einen Machtwechsel vor. Ihr Führer Macro hat bereits Caligulas Nachfolger im Blick. Macro tat das, was er auch getan hatte, als Tiberius erkrankte. Er bereitete sich auf das Schlimmste vor. Er verbrachte viel Zeit mit Gemellus, Caligulas Erben. Macro drängte ihn zu öffentlichen Auftritten und bereitete ihn auf den Thron vor. Aber Caligula überrascht alle und wird wieder völlig gesund. Und er ist nicht sehr glücklich über das, was er um sich herum sieht. Gemellus hat an Statur gewonnen. Caligula wird klar, dass Gemellus ihn jederzeit ersetzen könnte. Caligula lässt den Vierten. Waren die Prätorianer in den Mord eingeweiht und schauten weg? Sicher ist nur, als Tiberius tot ist, rufen die Prätorianer Caligula zum neuen Kaiser aus. Sie sind es, die ihn über die Via Appia nach Rom eskortieren, wo er als Herrscher anerkannt werden muss. Alles läuft nach Plan. Der römische Senat bestätigt Caligula als neuen Kaiser. Er folgte auf Tiberius, der zur Zeit seines Todes sehr unbeliebt war. Er schien wie ein Neubeginn. Mit 24 ist Caligula Herrscher eines Weltreichs. Als Kaiser hat er Zugriff auf den Staatsschatz. Der ist gut gefüllt, dank der soliden Wirtschaftsführung seiner beiden Vorgänger. Caligula nutzt das Geld, um sich beim Volk und einflussreichen Kreisen beliebt zu machen. Caligula residierte im Palast von Tiberius, von wo aus er eine massive PR-Kampagne startete. Er musste den Senat und die Römer für sich einnehmen. Und vielleicht noch wichtiger, die Prätorianer. Der Führer der Prätorianer, Macro, schlägt dem jungen Kaiser einen Extrabonus für seine Soldaten vor. In seinem Testament vermachte Tiberius jedem Prätorianer 1000 Sesterzen, ein Jahresgehalt. Caligula verdoppelt die Summe. Durch seine Großzügigkeit will er die Prätorianer dauerhaft an sich binden. Sie sind seine schärfste Waffe. Die Prätorianer erledigen die schmutzige Arbeit für ihn. Caligula muss sie bei Laune halten, damit sie loyal bleiben. Auch die Römer werden reich beschenkt. Caligula will jedem Familienoberhaupt in der Stadt eine Summe von umgerechnet rund 1000 Euro auszahlen. Damit die Wohltat im Gedächtnis bleibt, hat sich der Kaiser eine spektakuläre Aktion ausgedacht. Wir befinden uns hier in den Überresten der Basilika Julia, einer der größten Versammlungsorte Roms. Drei Stockwerke hoch, also fast 20 Meter. Eine Macht, am besten durch militärische Siege sichern konnte. Er brauchte einen Feldzug. Sein Reich erstreckt sich bereits rund um das Mittelmeer. Doch Caligula will ein neues Land erobern. Eine Insel im Norden Galliens, an der selbst der große Julius Caesar gescheitert war. Britannien. In seinem Testament vermachte Tiberius jedem Prätorianer 1000 Sesterzen, ein Jahresgehalt. Caligula verdoppelt die Summe. Durch seine Großzügigkeit will er die Prätorianer dauerhaft an sich binden. Sie sind seine schärfste Waffe. Die Prätorianer erledigen die schmutzige Arbeit für ihn. Caligula muss sie bei Laune halten, damit sie loyal bleiben. Auch die Römer werden reich beschenkt. Caligula will jedem Familienoberhaupt in der Stadt eine Summe von umgerechnet rund 1000 Euro auszahlen.
Damit die Wohltat im Gedächtnis bleibt, hat sich der Kaiser eine spektakuläre Aktion ausgedacht. Wir befinden uns hier in den Überresten der Basilika Julia, einer der größten Versammlungsorte Roms. 3 Stockwerke hoch, also fast 20 Meter. Caligula erklimmt die Spitze des Gebäudes und überrascht die Menge. Er hatte Eimer voller Münzen, die er aus 20 Metern Höhe in die Menge warf. Die Menschen prügelten sich um die Münzen. Die Prätorianer und die Römer zieht Caligula durch Geld auf seine Seite. Den Senatoren verspricht er, dass unter ihm ihr Leben sicherer wird als unter seinem Vorgänger. Tiberius war zuletzt nicht sehr beliebt, weil er viele Senatoren wegen Verschwörung vor Gericht stellte. Durch Angst hält Tiberius die Senatoren in Schach. Jeder kann angeklagt werden, keiner ist sicher. Diese Zeiten sollen nun vorbei sein, verspricht der neue Herrscher Caligula. In den ersten Monaten als Kaiser schaffte Caligula die verhassten Verratsprozesse ab. Jedem Betroffenen wurde Amnestie gewährt. In einer letzten dramatischen Geste verbrannte er alle Dokumente, die die Senatoren belasteten. Damit kann der junge Kaiser auch die Senatoren überzeugen. Sogar seine Nachfolge regelt er bereits. Er adoptiert den 14-jährigen Gemellus, einen Enkel von Tiberius. Für mich ist das nur ein gelungener PR-Trick. Caligula ist 24, er kann noch lange regieren. Gemellus zu adoptieren kostete ihn nichts. Aber dass er auf den neuen, jungen Herrscher. Man wusste wenig über ihn und erwartete viel. In Rom eilt Caligula als erstes zur Curia Regia, wo die römischen Senatoren tagen. Er braucht ihre Zustimmung, um seine Herrschaft zu legitimieren. Jahrhundertelang bestimmten die Männer aus den angesehensten Familien Roms die Geschicke des römischen Reiches. Erst Caligulas Urgroßvater Augustus bricht die Macht der Senatoren und setzt sich als Herrscher über sie. Rund 40 Jahre regiert er das Reich. Doch der Senat als Institution bleibt unter Augustus erhalten. Auf Augustus folgt sein Adoptivsohn Tiberius, Caligulas Großonkel und Vorgänger. Er ist bei seinem Tod überaus unbeliebt. Am Ende seiner Herrschaft hasste man Tiberius. Er erhöhte die Steuern und sparte bei öffentlichen Feiern und Spielen. Er war geizig, daher hofften die Leute jetzt auf Caligula. Nach Tiberius' Tod ist Caligula als Thronerbe an der Reihe. Doch der Senat muss seine Herrschaft noch anerkennen. Die Zeichen dafür stehen günstig. Die Senatoren hatten unter Tiberius sehr gelitten. Die letzten Jahre seiner Herrschaft waren von Angst geprägt. Die Senatoren beschuldigten sich gegenseitig der Verschwörung. Sie hofften, unter Caligula würde es besser werden. Für den jungen Mann spricht auch seine Herkunft. Seine Mutter ist die Enkelin des beliebten Kaisers Augustus. Sein Vater Germanicus ist der Neffe des Kaisers Tiberius und ein populärer Feldherr. Das prägt Caligulas Kindheit. Caligula wuchs in Militärlagern wie diesem unter Soldaten auf. Als Sohn des Kommandanten war er sich seiner Stellung bewusst. Immer wieder erinnern ihn seine Eltern an seine noble Herkunft und setzen hohe Erwartungen in ihn. Seine Mutter trimmte ihn auf Erfolg. Sie steckte den kleinen Gaius Germanicus in eine Uniform. Das sollte die Soldaten für ihn einnehmen.
Das klappte. Die Soldaten nannten ihn Caligula, Soldatenstiefelchen. Er hasste den Namen, aber er blieb haften. Caligula ist 7 Jahre alt, als sein Vater in Syrien plötzlich krank wird und stirbt. Der mächtigste Mann der Welt. Doch dann wird ihm bewusst, wie schnell seine Macht zu Ende sein kann. Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, aber plötzlich erkrankte Caligula schwer, wochenlang. Niemand weiß, was passieren wird. Das ganze Reich hält den Atem an. Gerüchte machen die Runde, dass der neue, beliebte Herrscher dem Tode nah sei. Eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Palast. In seinem Inneren bereiten sich die Prätorianer auf einen Machtwechsel vor. Ihr Führer Macro hat bereits Caligulas Nachfolger im Blick. Macro tat das, was er auch getan hatte, als Tiberius erkrankte. Er bereitete sich auf das Schlimmste vor. Er verbrachte viel Zeit mit Gemellus, Caligulas Erben. Macro drängte ihn zu öffentlichen Auftritten und bereitete ihn auf den Thron vor. Aber Caligula überrascht alle und wird wieder völlig gesund. Und er ist nicht sehr glücklich über das, was er um sich herum sieht. Gemellus hat an Statur gewonnen. Caligula wird klar, dass Gemellus ihn jederzeit ersetzen könnte. Caligula lässt den 14-Jährigen ins Gefängnis werfen. Doch das reicht ihm nicht. Caligula schickt die Prätorianer in Gemellus' Zelle. Da es Soldaten verboten war, kaiserliches Blut zu vergießen, ordnete Caligula Gemellus' Selbstmord an. Nur wusste sein Adoptivsohn nicht, wie man ein Schwert benutzt, also bat er die Prätorianer um Hilfe. Die zeigten ihm, wie man sich so schmerzlos wie möglich selbst erstach. Gemellus' Tod wird zum Wendepunkt in Caligulas Herrschaft. Fortan regiert er mit Terror. Caligula fühlte sich betrogen von dem Mann, der ihm geholfen hatte, Kaiser zu werden. Aber er kann Macro, den Führer der Prätorianer, nicht einfach hinrichten lassen. Also befördert er ihn zum Präfekten von Ägypten. An Macros Stelle ernennt Caligula 2 neue Befehlshaber für die Prätorianer. Bevor Macro nach Ägypten abreisen konnte, ließ Caligula ihn verhaften. Auch ihm wurde ein Schwert gereicht, um Selbstmord zu begehen. Immer mehr tritt Caligula in die Fußstapfen seines Vorgängers Tiberius. Wie dieser ist er überaus misstrauisch und findet Geschmack an der Gewalt. So ließ er sie wahrscheinlich Muscheln sammeln, nur um sie zu beschämen. Der Versuch, England zu erobern, endet mit einem Fehlschlag. Dennoch schickt Caligula Briefe an den Senat, in denen er seine militärischen Erfolge an der Küste rühmt. Sie führten eventuell in Rom zum spöttischen Gerücht, er habe seinen Männern einen Angriff auf das Meer befohlen. Caligula ist auf dem Weg zurück nach Rom. Er glaubt, viel erreicht zu haben. Er hatte die Verteidigung am Rhein verstärkt, eine Invasion Britanniens vorbereitet. Er hatte den ganzen Weg zum Englischen Kanal hinter sich gebracht. Dafür verlangte er einen römischen Triumphzug, aber der Senat lehnte ab. Ein Triumphzug ist die höchste Ehre für jeden Römer. Als umjubelter Sieger an der Spitze seiner Truppen durch Rom marschieren. Doch dafür muss der Senat den militärischen Triumph als solchen anerkennen. Und das verweigerte er Caligula. Aus der gescheiterten Invasion Britanniens lässt sich für ihn kein politisches Kapital schlagen. Er muss auf anderem Gebiet überzeugen. Ein beliebtes Mittel der Cäsaren sind öffentliche Bauten. Roms Arenen, Aquädukte, Triumphbögen und Tempel, sie wurden errichtet, um das Volk an den Herrscher zu binden. Ganz anders bei Caligula. Seine Bauten mussten meist nur einem gefallen,
ihm selber. Viele seiner Bauvorhaben sind ganz auf ihn zugeschnitten. Eines davon war am See Nemi, 30 Kilometer von Rom entfernt. Dieser See hier und der Wald, der ihn umgibt, waren für Caligula etwas Besonderes. In der Antike vermutete man hier den Wohnsitz der Diana, der Göttin des Waldes und des Mondes. Hier erholte sich Caligula vom Stress und Chaos der Stadt. Und hier ließ er etwas Besonderes bauen. Als man den See in den 30er Jahren trockenlegt, entdeckt man zwei riesige Schiffe auf seinem Grund. Größer als alles andere, was von den Römern bekannt war. Beide Schiffe waren etwa 100 Meter lang und 22 Meter breit. Die Inschriften auf den Schiffsrohren verrieten ihren Erbauer, Caligula. Sein Ehrgeiz war offenbar gewesen, die größten Yachten der Welt zu bauen. Ein schwimmendes Weltwunder der Antike. Der See Nemi ist recht klein, weniger als ein. Als Beweis benutzte er Tiberius Papiere, die er angeblich verbrannt hatte. Wie Tiberius vor ihm droht Caligula den Senatoren mit Anklagen wegen Hochverrats. Er fordert sie auf, jeden zu melden, der schlecht über ihn spricht. Er lässt keine Gelegenheit aus, sie zu demütigen. Wie es heißt, ließ Caligula bei einem Festmahl sein geliebtes Pferd Incitatus an den Tisch führen und fütterte und tränkte es aus goldenen Schalen. Als einige Senatoren nach dem Grund fragten, antwortete er: Ich denke daran, dieses Pferd zum Konsul zu machen. Viele Historiker sahen darin einen Beweis für Caligulas Wahnsinn. Aber man kann es auch als durchdachte Posse sehen, um seine Gäste zu erniedrigen. Jeder Senator hätte seinen rechten Arm dafür gegeben, Konsul zu werden. Und Caligula will diese Ehre einem Pferd verleihen. Aus Angst schlucken die Senatoren jede Demütigung. Caligula lässt sich von ihnen verehren wie ein ägyptischer Pharao. Doch eines fehlt ihm, um eine neue Dynastie zu gründen. Kinder. Caligula heiratete die unscheinbare Tochter eines reichen Kaufmanns. Das Attraktivste an ihr? Sie war im 8. Monat schwanger. Ob es sein Kind ist, weiß niemand. Seine Frau bekommt ein kleines Mädchen. Dies hatte enorme Auswirkungen auf die kaiserliche Erbfolge. Caligula tauft das Mädchen Drusilla, nach seiner geliebten verstorbenen Schwester. Caligulas Schwager Lepidus und die noch lebenden Schwestern des Kaisers rutschen durch das Kind in der Erbfolge nach hinten. Ihr Unmut darüber mischt sich mit dem Murren der Senatoren. Mit den beiden Konsuln an der Spitze formiert sich angeblich Widerstand gegen den Kaiser. Der reagiert brutal. Aus dem Nichts heraus ließ Caligula die beiden Konsuln verhaften. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Ebenso ungeheuerlich ist der angebliche Grund für ihre Verhaftung. Laut Anklage hatten sie dem Kaiser an seinem Geburtstag nicht richtig gehuldigt. Tatsächlich aber ging es wohl um Verrat. Caligula lässt die Verhafteten foltern und deckt angeblich so. Glaubte er wirklich, dass die Römer ihn als Gott akzeptieren würden? Das ist sicher nicht normal. Nach ihrem Tod wurden Kaiser vergöttlicht. Caligula allerdings ging einen Schritt weiter. Er wollte zu Lebzeiten als Gott angebetet werden. Caligula ließ für sich einen Tempel errichten. Darin stand eine goldene Statue von ihm. Jeden Tag wurden ihr die gleichen Gewänder angezogen, die auch er trug. Es gab spezielle Priester und ausgesuchte Opfergaben.
Viele Gläubige findet der Kaiser nicht. Hier in Rom war es nicht normal, sich zu Lebzeiten als Gott ausrufen zu lassen. Caligula ist enttäuscht. Er kündigt an, Rom verlassen zu wollen und nach Alexandria in Ägypten zu gehen. Nach einem Gesetz des Kaisers Augustus durfte kein Senator Ägypten betreten. Caligulas Wunsch bedeutete also, ich werde in eine neue Hauptstadt ziehen, die kein Senator betreten darf. Ich kann also ganz allein regieren. Das beunruhigte sie. Dies war ein Schlag ins Gesicht, vor allem für den römischen Adel. Im Dezember des Jahres 40 nach Christus trifft Caligula Vorbereitungen für den Umzug des kaiserlichen Hofes. Doch er wird Ägypten nie erreichen. Caligula musste sterben. Jetzt oder nie. Und es stand viel auf dem Spiel. Die Prätorianer waren zunehmend unzufrieden mit ihrem Gönner Caligula. Wenn er nach Alexandria ging, würden auch sie Macht und Einfluss verlieren. Ein Mann wurde der Kopf der Verschwörung, Cassius Carea. Cassius Carea, der Führer der Prätorianer, hat wie kein anderer Mittel und Gelegenheit, um Caligula zu stürzen. Doch warum? Antike Historiker berichten, dass Cassius Carea häufig das Ziel von Caligulas Scherzen war. Der Kaiser machte sich über seine feminine Stimme lustig. Doch Careas Motive waren wohl komplexer und er handelte nicht allein. Einflussreiche Senatoren sind mit von der Partie. Sie wollen nicht nur Caligula stürzen, sondern auch die alte Macht des Senats wiederbeleben. Kein Kaiser soll künftig mehr über ihnen stehen. Am 24. Januar 41 nach Christus ist Caligula auf dem Weg nach Hause. Im Römischen Reich. Damals ein Viertel der Weltbevölkerung. Über sie alle herrscht der erst 24-jährige Gaius Caesar Augustus Germanicus. Genannt Caligula. Das Stiefelchen. Wilde Geschichten verbinden sich mit ihm. Er habe sein Pferd zum Konsul gemacht, Inzest betrieben und seinen Soldaten den Angriff aufs Meer befohlen. War er geisteskrank? Oder sind die Berichte über seine irrwitzigen Taten Verleumdung? Die Suche nach der Wahrheit beginnt am ersten Tag seiner Herrschaft im März 37 nach Christi Geburt. Umjubelt zieht der neue Kaiser auf der Via Appia nach Rom. Der 24-Jährige wird von der Menge mit Blumen überhäuft. Die Römer setzen große Hoffnungen auf den neuen, jungen Herrscher. Man wusste wenig über ihn und erwartete viel. In Rom eilt Caligula als erstes zur Curia Regia, wo die römischen Senatoren tagen. Er braucht ihre Zustimmung, um seine Herrschaft zu legitimieren. Jahrhundertelang bestimmten die Männer aus den angesehensten Familien Roms die Geschicke des Römischen Reiches. Erst Caligulas Urgroßvater Augustus bricht die Macht der Senatoren und setzt sich als Herrscher über sie. Rund 40 Jahre regiert er das Reich. Doch der Senat als Institution bleibt unter Augustus erhalten. Auf Augustus folgt sein Adoptivsohn Tiberius, Caligulas Großonkel und Vorgänger. Er ist bei seinem Tod überaus unbeliebt. Am Ende seiner Herrschaft hasste man Tiberius. Er erhöhte die Steuern und sparte bei öffentlichen Feiern und Spielen. Er war geizig, daher hofften die Leute jetzt auf Caligula. Nach Tiberius' Tod ist Caligula als Thronerbe an der Reihe. Doch der Senat muss seine Herrschaft noch anerkennen. Die Zeichen dafür stehen günstig.
Die Senatoren hatten unter Tiberius sehr gelitten. Die letzten Jahre seiner Herrschaft waren von Angst geprägt. Die Senatoren beschuldigten sich gegenseitig der Verschwörung. Sie hofften, unter Caligula würde es besser werden. Für den jungen Mann spricht auch seine Herkunft. Seine Mutter ist die Enkelin des beliebten Kaisers Augustmann, zwei riesige Schiffe auf seinem Grund. Größer als alles andere, was von den Römern bekannt war. Beide Schiffe waren etwa 100 Meter lang und 22 Meter breit. Die Inschriften auf den Schiffsrohren verrieten ihren Erbauer. Caligula. Sein Ehrgeiz war offenbar gewesen, die größten Yachten der Welt zu bauen. Ein schwimmendes Weltwunder der Antike. Der See Nemi ist recht klein, weniger als 1,5 Kilometer breit. Stellen Sie sich jetzt darin ein Schiff in den Ausmaßen eines Footballfeldes vor. Und davon schwammen hier zwei. Archäologen rekonstruieren die Wracks, die fast 2000 Jahre auf dem Grund des Sees lagen. Der Zweite Weltkrieg macht ihre Arbeit zunichte. Bei einem Bombenangriff werden die Wracks zerstört. Allein das Gebäude, das sie beherbergte, zeugt bis heute von ihrer Größe. Zwei Schiffe, die nur einem Ziel dienten: dem Vergnügen des Kaisers und seiner Gäste. Caligula rüstete diese schwimmenden Paläste mit einem bis dahin nie gesehenen Luxus aus. Nichts ist dem Kaiser zu teuer. Die Böden waren mit Mosaiken aus dem gesamten Reich belegt. Jeder Dachziegel war mit Bronze bedeckt. Das Schiff besaß sogar ein ausgeklügeltes Rohrsystem mit heißem und kaltem Wasser. Unter den Marmorböden lief heißes Wasser, so dass es die Gäste schön warm hatten auf Caligulas Schiffen. Im Oktober 40 nach Christus ist Caligula seit 1300 Tagen Kaiser. Aus dem umjubelten Herrscher ist ein gefürchteter Tyrann geworden. In einer solchen Stellung wird man sehr, sehr leicht von der Macht verführt. Und das passierte Caligula. Caligula reicht die absolute Macht nicht mehr. Er will als lebender Gott anerkannt werden. Glaubte er wirklich, dass die Römer ihn als Gott akzeptieren würden? Das ist sicher nicht normal. Nach ihrem Tod wurden Kaiser vergöttlicht. Caligula allerdings ging einen Schritt weiter. Er wollte zu Lebzeiten